Hi Leute, hier ist wieder der Thorsten und erst einmal möchte ich mich bei euch bedanken für über 2100 Abonnenten und ja, ich freue mich da wirklich sehr drüber. Das ging ja jetzt auch relativ schnell irgendwie. Ich habe ja vor einer Weile erst das Video mit ja, für 1000 Abonnenten gemacht und ja, ich bin wirklich froh und ich mache jetzt hier auch einfach mal ein Video, das auch schon länger von vielen gewünscht wurde und zwar wie ich ein Bild in Photoshop bearbeite. Also es gibt eben viele Leute, die haben kein Lightroom und da ich da viele Videos auch, viele Bilder in Lightroom bearbeite, wollten eben auch einige sehen, wie ich das Ganze in Photoshop mache oder machen würde. Und ich habe hier einfach mal ein Bild von ja, vom Shooting mit Linda gewählt und ich muss ehrlich sagen, ich mache da eigentlich auch schon hier mit diesen ganzen ja, Reglern hier schon sehr viel, denn das ist ja eigentlich auch wie bei Lightroom. Dieses Kamera RAW basiert ja auch auf der Lightroom Engine und umgekehrt. Also das ist alles so ein bisschen verknüpft, da eben beides von Adobe ist. Und ja, wie gesagt, ich stelle dann hier schon sehr viel ein. Allerdings öffne ich erst einmal hier dieses Bild, so wie es aus der Kamera kommt, als Objekt. Also wenn ich die Shift-Taste drücke, die Großschreiben-Taste, dann kann ich hier ein Objekt öffnen. Dann wird aus dem Bild ein Smart-Objekt gemacht und ich kann jederzeit wieder in diesen Dialog wechseln. Wenn ihr wollt, dass immer immer als Smart-Objekt geöffnet wird, könnt ihr auch hier unten draufklicken und dann hier unten in Photoshop als Smart-Objekt öffnen anklicken und dann seht ihr schon, dann ändert sich der Knopf hier zu Objekt öffnen und dann müsst ihr nicht immer die Shift-Taste drücken. Gut, also ich mache das erstmal so, dann habe ich nämlich hier eine Ebene und die enthält schon mal das Originalbild. Dann klicke ich hier rechts drauf und sage hier neues Smart-Objekt durch Kopie. Dann habe ich zwei Ebenen und in der obersten oder auf die oberste klicke ich dann doppelt und komme dann wieder in diesen Kamera-RAW-Filter und kann hier dann eben meine Einstellungen ja, machen. Und der Vorteil ist dann einfach, wenn ich hier jetzt was ändere, habe ich halt drunter immer noch mein Originalbild als Smart-Objekt liegen und kann dann notfalls da auch wieder anfangen neu zu bearbeiten oder ähnliches. Also ich gehe jetzt erstmal hier rein und schau mal, was ich hier so mache. Ich würde den Kontrast leicht anheben und die Lichter vielleicht minimal nach unten und hier die Sättigung etwas nach unten. Das sind ja alles Schritte, die ihr auch von anderen Videos kennt. Die mache ich eigentlich bei jedem Bild. Das ist alles Geschmackssache. Das ist so ein bisschen ja, meine Arbeitsweise. Und hier auch eine S-Kurve, einfach um den Kontrast noch etwas zu erhöhen. Und dadurch wird die Sättigung auch wieder etwas mehr. Und die möchte ich nochmal etwas weg haben. Also gehe ich hier mal auf circa minus 10. Und ja, ich schaue beim Bearbeiten eigentlich immer das Bild an und bewege dann die Regler eben dementsprechend, bis mir das Ergebnis gefällt. Es gibt da keine Standardwerte oder ähnliches. Jedes Bild ist anders und jedes Bild sollte auch anders bearbeitet werden, meiner Meinung nach. Denn ja, wie gesagt, es ist eben alles unterschiedlich. Außer es sind jetzt vielleicht Serien oder ähnliches, also Bildstrecken. Dann kann man da natürlich auch mal alles etwas, ja, etwas gleich bearbeiten. So, schärfen kann ich auch nachher noch. Dann schaue ich hier mal, Objektivkorrekturen kann ich hier auch einschalten. Dann sieht man schon, wie die Linien sich auch wieder ein bisschen gerade richten. Und Körnung möchte ich jetzt nicht. Vignette brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Wobei, so ein bisschen hier minus 10 finde ich ganz gut. Und ich schaue mal, wenn ich die hier wieder wegnehme bei den Objektivkorrekturen, dann ist das, glaube ich, auch nicht schlecht. Und dafür dann hier wieder auf minus 5. So, ja, hier kann ich eigentlich auch alles so lassen. Jetzt kann ich damit einfach mal in Photoshop gehen. Die Lichter kann ich noch etwas zurückholen hier, minus 10 dann. Und wenn ich jetzt hier auf OK klicke, dann habe ich das Bild hier in Photoshop. Und ja, jetzt kann ich eben hier noch auf darüberliegenden Ebenen was anpassen, wenn ich das möchte. Wobei bei diesem Bild jetzt ja auch nicht so viel zu machen ist eigentlich.
Man kann hier natürlich noch das Haar entfernen, hier im Gesicht oder auch hier ein bisschen aufhellen unter den Augen, die Augen an sich noch etwas aufhellen. Und das mache ich einfach hier mit einer grauen Ebene. Also ich lege mir hier eine neue Ebene an, drücke die Alt-Taste dabei und kann dann hier hinschreiben Augen. Und dann wähle ich hier unten weiches Licht und sage hier unten dann mit neutraler Farbe für den Modus weiches Licht füllen. Und dadurch ist diese Ebene eben komplett unsichtbar sozusagen. Und dann kann ich hier mit dem Abwähler- und Nachbelichter-Werkzeug eben die Augen etwas aufhellen. Da habe ich jetzt hier bei der Belichtung nur 10% eingestellt, Bereich Lichter. Und dann kann ich hier einfach ein paar Mal drüber gehen, bis mir das schon besser gefällt. Und hier auch noch. Und dann schaue ich mir das Ganze mal an. Wieso habe ich hier jetzt... Ist mein Bild... Ah, ich habe mein Bild verschoben. Haha. Wunderbar. So, und jetzt passen diese Stellen natürlich schon nicht mehr von den Augen. Also müsste ich die auch noch nach oben schieben, aber... Ja, doch, das klappt so noch. Hier sieht man es jetzt schön. Und ja, jetzt sind die Augen etwas aufgehellt, wie man hier im Vergleich sieht. Und das reicht eigentlich schon. Dann mache ich hier von der Kopie von dieser Ebene mit Apfel J und rastere diese Ebene und schreibe dann einfach mal Retusche hinten dran und kann dann auf dieser Ebene hier auch mit diesen Werkzeugen das Bild bearbeiten. Also zum Beispiel hier den Reparaturpinsel und dann kann ich mit der Alt-Taste hier einen Punkt aufnehmen und das Ganze einfach hier wegmalen. Also hier das Haar hier einfach entfernen. Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt auch ein bisschen Frickelarbeit hier, denn das Haar geht auch über die über die Augenbraue hinaus und dann muss man da eben immer ein bisschen vorsichtig sich rantasten und dann mit kleinen Pinselspitzen auch am besten arbeiten, dass man hier einfach mal das Ganze wegbekommt. So sieht das schon besser aus. Hier auch noch ein bisschen. Das sind jetzt schon so Kleinigkeiten, die jetzt auch nicht unbedingt auffallen, aber so sieht es auf jeden Fall besser aus. Und jetzt kann ich auch diese ganzen Hautunreinheiten hier noch wegmachen. Und das kann ich hier auch mit dem Reparaturpinsel machen. Ich klicke dann einfach hier wieder mit Alt in einen Bereich und dann kann ich hier einfach drüber malen und die ganzen Stellen hier etwas ausbessern. So, und dann, es gibt natürlich noch mehr Stellen, aber ich möchte jetzt nicht damit verbringen, hier eine Stunde die Stellen zu verbessern, denn ich denke, das wäre für euch auch etwas langweilig. Also gehe ich einfach mal noch weiter und zeige euch einfach mal, was ich sonst noch so generell mache, wenn ich mit Photoshop arbeite. Eine gute Möglichkeit, Kontrast ins Bild zu bekommen, ist auch hier mit der Schwarz-Weiß-Einstellungsebene oder Schwarz-Weiß-Korrektur. Wenn ich die anlege und stelle die auch hier im Ebenenmodus auf weiches Licht, dann sieht man, wie das ganze Bild auch kontrastreicher wird. Und wenn man den hier mit der Deckkraft wieder etwas zurücknimmt, dann hat man da so einen, ja, irgendwie einen gewissen Kontrastlook im Bild. Und ich finde, der sieht bei so einer Schwarz-Weiß-Ebene irgendwie immer cool aus. Also die kann man wirklich einfach mal verwenden. Und bei dem Bild kann man jetzt auch ein paar Light Leaks oder ähnliches reinmalen. Also einfach hier mal Gradationskurven anlegen und dann hier zum Beispiel bei der roten Farbe das Ganze ein bisschen nach oben ziehen und bei Blau vielleicht mal etwas nach unten. Grün auch mal noch schauen, vielleicht auch noch etwas nach unten und dann haben wir hier so ein rot-lila, ja, eine rot-lila Farbe. Und dann kann ich hier mit der Maske erstmal
oder ich invertiere die Maske erstmal mit Apfel I und kann mir jetzt hier einen Pinsel nehmen und kann dann damit einfach zum Beispiel mit 30 oder ja, sagen wir mal 30% Deckkraft hier am Rand ein bisschen drüber malen, natürlich mit weißer Farbe. Also diese Farben hier, da müsst ihr als Vordergrundfarbe weiß haben, damit ihr auf die schwarze Ebene malen könnt, auf die schwarze Maske. Und dann wird eben das alles sichtbar, was dann hier weiß ist. 30% Deckkraft reichen noch nicht, dann stelle ich das mal auf 50. Und dann kann ich hier noch ein paar Stellen einfach ein bisschen einfärben. Und dann sieht das so ein bisschen, ja, wie früher so ein bisschen vom analogen Look, wenn dann Licht einfällt in den Film. So sieht das Ganze dann aus. Und wenn mir das jetzt noch nicht gefällt, kann ich ja die Kurven auch jederzeit wieder ändern. Die Rotkurve hier noch etwas mehr vielleicht nach oben ziehen. Und dann sieht man hier schon, wie das Ganze aussieht. Und dank der Maske können wir das natürlich auch wieder rückgängig machen. Also wenn mir das jetzt zum Beispiel hier ein bisschen zu viel ist, dann kann ich wieder hier auf die Maske klicken, wähle hier einfach die schwarze Farbe als Vordergrund. Also ich drücke zum Beispiel die X-Taste, dann wechseln diese beiden Farben. Und dann kann ich hier auch wieder ganz einfach das Ganze wegmalen, wie man sieht. So, ja, ansonsten kann man hier mit dem Fotofilter auch noch ein bisschen einen gelblichen Ton reinbekommen oder auch eine andere Farbe natürlich, wenn man eher so einen kalten Look möchte, dann kann man hier einen Kaltfilter wählen, aber bei dem Bild, finde ich, wirkt so ein Warmfilter jetzt besser. Und bei dem Bild wirkt jetzt, glaube ich, der erste oder letzte hier am besten. So viel Unterschied ist der ja gar nicht. Aber wenn man das jetzt so im direkten Vergleich sieht, dann wirkt es mit Fotofilter hier eben doch viel besser irgendwie, viel wärmer und freundlicher. Hier die weißen Stellen hier unten auf dem Boden sind eben auch dann ein bisschen wärmer. Das sieht einfach besser aus. Und jetzt können wir einfach mal vergleichen hier mit dem Originalbild. So war das Originalbild und so ist jetzt die Bearbeitung. Und wie ihr hier auch seht, es ist nicht wirklich viel passiert. Also es müssen eben nicht immer riesige Bearbeitungen sein. Ich habe hier den Kontrast ein bisschen geändert. Ich habe sonst hier eigentlich gar nicht so viel gemacht. Die Sättigung ein bisschen rausgenommen, weil das eben mein persönlicher Geschmack ist. Und Dynamik dafür ein bisschen hoch. Ich habe die Farbtemperatur ein bisschen ins Warme gezogen. Habe hier eine leichte S-Kurve gemacht, auch eben wegen dem Kontrast. Und ja, ansonsten habe ich hier gar nicht so viel eigentlich jetzt gemacht. Und wie man sieht, ist es eben doch schon ein ganz anderes Bild. Und ich habe die Augen jetzt etwas aufgehellt mit der grauen Ebene. Die Schwarz-Weiß-Ebene im Modus weiches Licht, die verstärkt den Kontrast noch leicht. Das sehen wir hier auch. Und ja, dann habe ich ein paar Lightleaks hier eingemalt, den Fotofilter drüber gemacht, damit es noch etwas wärmer wird. Und dann ist das Bild eigentlich schon so ganz cool. Was ich jetzt dann noch machen würde, wie gesagt, hier ein bisschen noch das Haar hier wegmachen und noch ein paar Hautunreinheiten wegmachen und dann wäre das Bild eigentlich schon fertig. Also ihr seht auch in Photoshop, kann man ganz gut arbeiten, auch vor allem hier mit diesem Camera Raw. Da mache ich eben dann wirklich schon so Grundeinstellungen, wie ich das normalerweise auch in Lightroom mache. Und den Rest, ja, eventuell dann noch ein paar Effekte, wie hier die Lightleaks oder ähnliches, dann noch reinmalen. Gut, das war's auch schon. Also hoffe ich, dass euch jetzt auch das mal weiterhilft, wie ich sowas in Photoshop mache. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Probiert einfach selbst mal ein bisschen rum in Photoshop, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, klickt hier auf Abonnieren, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine neuen Videos mehr zu den Themen Fotografie und Bildbearbeitung. Und hier an der Seite habe ich noch zwei andere Videos verlinkt, da könnt ihr auch mal schauen, ob da was Interessantes für euch dabei ist. Und wenn nicht, dann schaut auf meinem Kanal, da findet ihr jede Menge Videos. Da ist mit Sicherheit was für euch dabei. Gut, dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!